Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect Teil 2. Und wir springen gleich rein. Und, ja, mal schauen, was uns jetzt hier erwarten wird, erwarten tut, erwarten kann. Keine Ahnung. Denn wir sind zwar immer noch an Bord der Normandy, aber wir machen uns jetzt auf den Weg. Ganz kurz in die Quartiere des Captains. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des Kommand. So, aktivierte Nachrichten. Fortgeschrittene Kampfausbildung, Upgrades, Teamstatus. Okay. So ein Bild von Liara. Die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Okay. Dann gibt's ja auch nichts Neues. Und dann geht's eben in die... ins Kampfinformationszentrum. Wir docken einfach nochmal an Omega an. So. Dann holen wir jetzt hier mal mit ihn hier und ihn hier. Unsere beiden neuen. Gut, ich habe nichts mehr aufzuwerten. Wir gehen hier hin bei mir mal nochmal ins Präzisionsgewehr, wechseln wir dann doch nochmal aufs Incisor. Und hier holen wir mal den Avalanche mit. Einfach zum Ausprobieren. Morden Solus. Die schwere Pistole ist okay. Said Masani. Beides okay. Quarantänebericht wurde die Seuche vollständig eingedämmt, Shepard. Dr. Solus Assistent hat allen Patienten mit Komplikationen geholfen. Ausgezeichnet. Wusste, dass er es schafft. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Watcher. Wissen Sie etwas darüber? Tote Watcher? Nein, darüber weiß ich gar nichts. Aha, na klar. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Was genau ist Ihre... Ich soll die Watcher in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen... Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so gute Arbeit. So, ist ja auch egal. Das kennen wir die Hälfte ja schon. Gehen wir jetzt noch einmal hier außen rum. Okay, da ist nichts zu in Erfahrung zu bringen. Bereit, aha. Ender is nar. So. Hier gibt's nichts Neues. Sie sind zurück. Sie haben wohl etwas gesehen, das Ihnen gefällt. Hier gibt's nichts Neues. So. Wir hören doch hier schon, dass es in die richtige Richtung geht. Anpassung der Watcher interessant. Nicht nur biologisch, auch soziologisch. Im Gegenzug passt sich die Stadt ihnen an. Große Konzentration.
Hoffentlich werden sie kontrolliert. Wenn sie angreifen, wie bei meiner Klinik, sind Todesopfer wahrscheinlich. Okay. Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Momentan will ich nichts. Danke. Natürlich. Danke, dass Sie vorbeigeschaut und... Ich habe eine Partnerin und ein Schiff. Aber nur eins davon habe ich mit nach Omega gebracht. Gehen wir nochmal zu Aria T-Log. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal ein bisschen was. Helena Blake. Da wäre auf jeden Fall das Rekrutierungsbüro. Aria hat einen Job, der erledigt werden muss. Lust auf ein bisschen Arbeit? Das kommt darauf an, was Aria so vorschwebt. Aria hat Wind davon bekommen, dass ein paar Söldner vom Bloodpack einen alten Bekannten von ihr umlegen wollen. Einen Kroganer namens Oracle. Sie möchte, dass Sie das verhindern. Welches Problem hat das Bloodpack mit dem Patriarchen? Wenn Sie Oracle kennen würden, müssten Sie das nicht fragen. Er kann einfach sein verdammtes Maul nicht halten. Manche Leute stehen gar nicht auf seine Geschichten. Vor allem dann nicht, wenn sie wirklich passiert sind. Wieso ist Aria daran interessiert, ihn zu beschützen? Oracle war in früheren Zeiten einer ihrer erbittertsten Feinde. Jetzt hält sie sich das, was von ihm übrig ist, als lebende Trophäe. Solange er lebt, ist er ein perfektes Beispiel dafür, was geschieht, wenn man sich mit Aria anlegt. Warum kommen Sie damit zu mir? Ist der Job zu schwer für Arias normale Gorillas? Weil Aria es so wollte. Reicht Ihnen das nicht als Begründung? Leute wie Aria tun nichts, ohne einen verdammt guten Grund dafür zu haben. Und den will ich jetzt hören. Okay. Aber Sie haben das nicht von mir. Ja, wenn rauskommt, dass Aria Oracle beschützt, könnte man ihr das als Schwäche auslegen. Und das wiederum könnten einige ausnutzen wollen. Sie stehen nicht auf ihrer Gehaltsliste. Dass Sie Oracle helfen, ist also nur ein spontaner Akt der Nächstenliebe. Okay, wir machen's. Mir mal an. Gut, Oracle ist unten, vermutlich im Kreise seiner Fans. Verstecken Sie ihn, bis die Söldner sich wieder verziehen. Kommen Sie wieder her, wenn die Sache erledigt ist. Dann kriegen Sie, was Ihnen zusteht. Ich komme wieder, wenn der Job erledigt ist. Viel Glück. So, natürlich machen wir das jetzt. So, da müsste es rüber. Ja, da geht's runter. Sie sind's wieder. Hallo? Es gibt Gerüchte, dass manche Leute sie tot sehen wollen. Wissen Sie was darüber? Mir fielen einige ein. Ich weiß Dinge. Kenne alte Geheimnisse, alte Zwistigkeiten. Weiß, unter welchen Bodenbalken man Leichen finden kann. Jemand, der Aria schwächen will, könnte es auf mich abgesehen haben. Sie würden es tun, um an sie ranzukommen. Um mich geht's dabei gar nicht. Ich bin nicht mehr wichtig genug, um eigene Feinde zu haben. Okay. Einige Leute wollen ihren Tod. Ich soll sie in Sicherheit bringen. Ist es wieder soweit? Gute alte Aria. Im Notfall ist sie immer für mich da. Ihm klingt das ja trotzdem nicht so, als würde es ihm gefallen. Jedes Mal jemand anders, als ob ich nicht wüsste, dass sie mich beschützt. Als ob man mich umsonst Oracle nennen würde. Kleiner Vorschlag. Um die Attentäter kümmere ich mich. Ach, was macht das schon für einen Unterschied? Meine Kämpfe bestreitet immer jemand anders für mich. Nein, Sie bleiben ein mächtiger Warlord, der seine Truppen anführt. Sie sind nicht nur Arias Trophäe. Sie sind dann also mein Krant. Na klar, wie konnte ich das vergessen? Dann los! Ich werde mich im Sieg bahnen, wie in den guten alten Zeiten. Aha, endlich!
aus dem Weg, Mensch. Sind Sie wegen des Patriarchen hier? Und wenn? Wollen Sie etwas dagegen unternehmen? Der Patriarch schickt uns. Wir sollen alles tun, was notwendig ist. Sie sind Oracles Grant? Ich wusste gar nicht, dass der alte Mann einen hat. Sie hätten Ihre Hausaufgaben machen sollen. Den Patriarchen informieren, das machen wir auch. Wir haben es geschafft. Sie starkes, tödliches Monster von einem Menschen. Überall auf der Station geht die Kunde von meinem Sieg. Jetzt werden Sie mich wieder ernst nehmen. Nutzen Sie das aus, damit nie mehr jemand glaubt, Sie wären schwach. Dank Ihnen bin ich wieder ein Krogan. Übrigens, hüten Sie sich vor Aria. Sie findet vermutlich gut, was Sie getan haben. Aber das ändert sich, wenn Sie das Gleichgewicht auf Omega ändern wollen. Ach, ich glaube, das erinnert Sie zu sehr an Sie selbst. So. Ein bisschen abtrünnig sind wir dann doch und trotzdem nochmal plus 5. Vorbildlich. Sie haben eine gefährliche Aufgabe, die erledigt werden muss. Oder Angestellte, die einfach nicht arbeiten wollen. Da können wir Ihnen helfen. Aria will mit Ihnen reden, Mensch. Sie hat gehört, dass Sie sich selbst um die Killer von Bloodpack gekümmert haben. Ich würde Sie nicht warten lassen. Es heißt, Oracles Krant hätte die Männer ausgeschaltet, die ihn töten sollten. Witzig, ich wusste gar nicht, dass er einen Krant hat. Der Patriarch hat mehr Einfluss, als Sie glauben. Verstehe. Na gut, dann sollte ich wohl in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Das hatte ich zwar nicht verlangt, aber Sie haben den Job erledigt. Brauchen Sie sonst noch was? Sie und der Patriarch scheinen eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Unsere Vergangenheit ist die Vergangenheit von Omega. Lang, blutig und für mich geht's immer gut aus. Als ich herkam, gab es auf Omega keinerlei Gesetze. Ein Ort voller Möglichkeiten. Aber der Patriarch war etwas anderes. Ein mächtiger Freund. Mich überrascht, dass Sie je etwas anderes als Rivalen waren. Wir waren 100 Jahre lang Verbündete. Vermutlich hat er dann beschlossen, dass es jetzt reicht. Oracles Verrat war keine Überraschung. Er hat die Kämpfer unserer Organisation kontrolliert und war 10-1 in der Überzahl. Aber natürlich hatten seine Männer sich an gewisse Annehmlichkeiten gewöhnt, die die Arbeit mit Asari bereithält. Bessere Informationen? Attentate? Wie süß. Nein. Wir haben ihnen eher eine körperliche Entspannung angeboten. Oracles Männer haben ihn gruppenweise im Stich gelassen. Am Ende haben wir beide gegeneinander gekämpft. Genau hier. Der härteste Kampf meines Lebens. Aber natürlich habe ich gewonnen. Patriarch klingt nicht nach einem Namen, der einer Asari einfallen würde. Ich fand ihn witzig. Er wollte Macht und wir haben so getan, als hätte er welche. Mit einem Wort, das für mein Volk gar nicht existiert. Am Ende habe ich den Titel dann sogar ein Stück weit respektiert. Und den Mann. Sie haben ihn also als eine Art Trophäe behalten. Ja, als Trophäe. Und abschreckendes Beispiel. Immer wenn jemand vorhatte, sich gegen mich zu stellen, habe ich ihn an den Patriarchen verwiesen. Würde ist eines der wenigen Güter, die man auf Omega nicht bekommt. Interessant. Bitte weiter. Brauchen Sie sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Warum suchen Sie sich nicht ein nettes Mädchen? Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Mhm. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Der, wo rausgegangen ist, hatte eine Rüstung an wie aus dem Teil 1. Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er.
Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Okay. Angriffsplan. Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Okay. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sicher. Sie wissen genug, um sich umlegen zu lassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Okay. Also ich merke hier gerade schon wieder, ich bin nicht der Disco-Mensch. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Haben Sie was zu berichten? Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Aria erwartet mich. So, da haben wir den Blue Suns-Fahrer. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Die freundlich. Rein da. Ha. Wen wählen wir denn aus? Oh, holen wir dort schon wieder die beiden. Warum eigentlich nicht? Die kamen schon drauf. Ja, natürlich annehmen.
Auswählen. Quatsch. Beenden. Höchste Zeit, dass sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es reinkam. Und da kommen wir ins Spiel? Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Das ist Selbstmord, verdammt nochmal. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Fragen wir ihn noch aus und dann beenden wir die Folge. Weg zu seinem Versteck. Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn Sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Jäger? Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Alright. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert. Damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Das ist kein Problem für uns. Einkommen ist leicht. Raus dürfte eher das Problem sein. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Also eine Regel. Schau dich an, am Anfang einer neuen Karte immer genau um. Hier haben wir keine so schöne Übersichtskarte. Werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Das stimmt sogar. Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der Freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen. Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob Sie überleben oder nicht, liegt ganz an Ihnen. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn Ihnen so viel daran liegt... Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine, aber Omega ist alles andere als organisiert.
Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches. Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Okay. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Tarek, ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Zieles nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Aria eine Chance hat. Jareth. Also auch, es geht auch darum, die wollen auch gegen Aria. Ah, ich glaube, wir sollten doch nur mal ein Stückchen zurück. Bevor wir dann speichern gehen. Ah, hier könnten wir einfach nur so ein bisschen auf Deckung gehen. Okay, dann. Hier hat alles als gelesen markieren, speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge Let's Play Mass Effect 2. Macht's gut, bis dahin, euer Replika 666.